So, das war lecker. Ja, das war richtig gut. Gehen wir eine Runde spazieren. Ja. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir unseren Camper wieder. Und wir gehen jetzt erstmal eine kleine Runde mit Musa spazieren und dann erzählen wir, ja, was da los ist und wie es dann weitergeht. So, wir sind jetzt wieder in unserem Auto und machen uns jetzt nochmal einen Kaffee und dann erzählen wir euch, ja, wie wir genau wieder unser Auto gekriegt haben. Wir hoffen, ihr habt auch was Schönes zu trinken am Start. Macht es euch gemütlich. Gleich gibt es ein bisschen Storytime. Erzählen wir euch, wie es dann mit der Werkstatt gelaufen ist und ja, wie wir zu unserem Van wieder gekommen sind. Wir haben ihn aus den Fängen der Werkstatt quasi befreit. Ich versuche es kurz zu halten. Also wir sind hingefahren, es hieß 800 Euro sollen wir zahlen, aber es war keine ordentliche Rechnung. Es stand einfach nur drauf, 680 Euro plus Mehrwertsteuer und ja, nur, dass quasi die Einspritzpumpe ausgebaut worden ist und gecheckt worden ist und wieder ohne das, also wir haben dann den Kostenvoranschlag nicht akzeptiert und dann haben sie es einfach wieder zusammengebaut. Das stand nur so drauf, also so eine Zusammenfassung, aber es standen nicht die Schritte drauf, wie sich diese 800 Euro zusammengesetzt haben. Das wollte ich gerne haben oder wir. Dann konnten die uns da irgendwie keine ordentliche Rechnung schreiben. Dann habe ich einfach nur den Vorschlag gemacht, 400 Euro zu bezahlen. Das sind 10% von den Kostenvoranschlag. Genau. Genau. Der 4000 Euro danach betrug. Eigentlich waren es ja 2000 Euro mündlich, aber egal, ich habe mich daran orientiert. Und dann haben sie uns gerade so weggelassen. Der Chef hat, war gar nicht da, der wollte wahrscheinlich dieses Thema gar nicht mit uns aufgreifen, deswegen hat er der Chef hat seine, verkrümelt. Seine Mama in der Werkstatt gelassen, die irgendwas zwischen 70, 80 Jahre alt ist. Die arme Frau, die musste sich dann mit uns da, ja, musste dann diskutieren mit uns und die wollte uns dann den Schlüssel teilweise echt nicht wiedergeben. Nee, weil wenn wir nicht bezahlt hätten, wollten die uns den Schlüssel nicht geben. Aber normalerweise kenne ich das, dass man überall halt auch überweisen kann und 14 Tage ja Zeit, um eine Rechnung, also 14 Tage Zeit hat, um eine Rechnung zu auszugleichen. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann so geeinigt und wir warten jetzt noch auf diese Rechnung, weil wir gesagt haben, wenn dann halt, wenn wir eine ordentliche Rechnung bekommen, dann sind wir auch bereit, natürlich die nächsten 400 Euro zu zahlen. Aber solange wir gar nicht wissen, was da richtig gemacht worden ist oder wie sich dieser Preis zusammengestellt hat, sehen wir das einfach nicht ein. Ja, eigentlich bin ich null bereit, die 400 Euro noch zu bezahlen, weil das Auto ist so wie vorher. Also es genau. Fährt wie vorher und naja, wir wurden dann auch wieder angeschrien und beleidigt und richtig aufs Übelste. Genau, weil er rief dann halt kurz danach drauf ja, an. Kaum waren wir aus der Werkstatt weg, rief er an. Also irgendwo scheint er doch gewesen zu sein und rief an und hat uns angeschrien. Also ich habe auf Lautsprecher gestellt, habe auch gesagt, hier hören auch Leute zu. Das war dem wohl so egal. Wir wurden beschimpft und also richtig übel. Um diese Werkstatt einen großen Bogen machen wir demnächst. Um das ganze Dorf da machen wir einen großen Bogen. Und jetzt sind wir aber, das Wichtigste ist, wir sind froh, den Van zu haben. Wir sind wieder da, alles ist wieder in Ordnung. Lasst euch nicht alles gefallen. Genau, weil es gibt auch Betrüger auf dieser Welt. Und genau, gerade wenn man sich mit gewissen Materien wie Autos zum Beispiel nicht auskennt, wird das häufig ausgenutzt und da so ein Machtspielchen draus gemacht. Aber wir haben unser Van wieder, jetzt geht's wieder schön los. In 2 Tagen kommt ein Mechaniker, der guckt sich die Vakuumpumpe an, tauscht die aus und dann dürfen wir, wenn alles passt, höchstwahrscheinlich nächste Woche nach Italien. Genau. Für einen Monat haben wir eine Italienreise geplant. Jetzt wir sind im August wieder zurück, deswegen eigentlich nutzen wir den Van mehr oder weniger, um dorthin zu reisen. Danach haben wir 10 Tage oder 9 Tage mit meiner Familie ein Ferienhaus gemietet und dann fahren wir halt wieder hierher. Genau. Dann wollen wir im August lieber den Norden ein bisschen bereisen, wie Deutschland und Holland oder sowas, weil es, glaube ich, da unten echt ziemlich heiß ist. Sind jetzt aktuell 36 Grad. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir noch nicht so genau. Das sehen wir noch alles, lass mal auf uns zukommen. Wir haben den Van jetzt schon ein paar Tage und haben hier auch ein paar Kleinigkeiten, die wir noch ausbessern wollen und ein paar Kleinigkeiten, die wir schon ausgebessert haben. Das zeigen wir euch jetzt mal.
Was wir auf jeden Fall noch ausbessern wollen, sind einmal die Arbeitsplatten nochmal schleifen und neu lasieren oder ölen. Dann wollen wir auf jeden Fall nochmal hier die Gardinen etwas ausbessern, weil hier sind schon so ein paar Knöpfe gerissen. Ja, da wird Oma nochmal vielleicht auch ein bisschen nähen. Ja, oder das wird einfach zugenäht und dann wird hier einfach so ein neuer Knopf dran gemacht. Was wollen wir noch machen? Ja, wir wollten auch noch so Boxen holen für den Keller. Ah, genau, dann wollten wir noch Boxen für den Keller holen, damit wir das da ordentlich alles sortiert haben, damit man das besser rausholen kann, weil wir haben jetzt keine Schubladen hinten im Keller, sondern wir müssen immer alles rausholen, wenn wir was halt aus dem Keller holen. Wir dachten, mit so schönen Boxen ist das ein bisschen unkomplizierter und auf jeden Fall noch ein bisschen ausgemistet, weil das alles viel zu voll gestopft ist, muss alles um die Hälfte reduziert werden. Was wir auf jeden Fall schon gemacht haben, ist, wir haben unsere Kräuterkästen neu gemacht. Die sind richtig, richtig hübsch geworden. Da haben wir jetzt wieder richtig leckere, frische Kräuter. Dann hat David hier nochmal unsere Schränke, unsere Schnapper zugezogen, damit die nicht immer aufgehen bei der Fahrt. Wir haben den Wasserfilter ausgetauscht. Das Wasser kommt jetzt wieder so gut raus. Also der Strahl ist auf jeden Fall doppelt so stark. Und wir haben hier Nusas Höhle weggemacht, denn wir brauchen jetzt den Platz, aber auch so ein Bücherregal. Aber den brauchen wir nicht mehr. Weil, ihr Lieben, wir nämlich Readly benutzen. Readly ist eine App, in der man digitale Magazine lesen kann. Also die Magazine, die man sonst halt auch im Bahnhofskiosk kaufen kann, wenn man ja unterwegs irgendwo ist. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache, weil wir können so Platz sparen, wir brauchen weniger Papier. Und das ist für uns häufig die einzige Möglichkeit, wenn wir im Ausland sind, an deutsche Magazine zu kommen. Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, wo ich am Bahnhof war, wo ich nach Berlin gefahren bin, habe ich die ganzen Zeitschriften gesehen. Es hat mich schon interessiert, da mal reinzublättern und mir welche zu holen. Aber ich wusste, dass einfach der Platz im Van nicht da ist. Und es ist irgendwie auch unnötig, diese ganzen Magazine dann zu Hause rumfliegen zu lassen. Man weiß ja auch immer dann gar nicht, was man damit machen soll hinterher. Und wie cool ist das, dass man das jetzt digital halt einfach hat und alle Zeitschriften lesen kann, die einen interessieren. Sowas wie, keine Ahnung, Kochrezepte, Do-it-yourself-Sachen oder einfach Lifestyle oder Mode. Alles verfügbar über eine App. Genau. Ich finde es auch immer richtig schön, wir können uns dann abends entspannen oder wir entertainen uns mit diesem Magazin und das finde ich richtig klasse. Ich lerne sogar noch was Neues dazu, wenn ich zum Beispiel Finanzmagazine lese oder etwas über Technik und man kann alte Titel lesen, aber es kommen auch immer wieder neue Titel dazu. Die App ist super easy zu navigieren und falls ihr auch Lust habt, Readly auszuprobieren, dann klickt doch einfach auf den Link in der Videobeschreibung und testet Readly. Kostet 99 Cent im Monat und ist jederzeit kündbar. Ihr könnt auch die App offline benutzen, also falls auch mal schlechter Empfang im Zug ist oder sonst wo, habt ihr immer noch Zugriff auf die App und könnt immer noch durch die Zeitschriften schreiben. Ja, mega clever. Und es gibt auch Lesezeichen, damit man abspeichern kann, wo man aufgehört hat zu lesen. Es geht in die Werkstatt. Und zwar endlich in eine gescheite, so hoffen wir. Wir kennen den Werkstattmenschen schon, der hat uns damals... Als wir Probleme mit dem Rost am Unterboden hatten, haben uns drei Werkstätten weggeschickt, weil es zu viel Arbeit wäre und er konnte uns helfen. Und ein Füsel. Ich dusel. Ja, und da fahren wir jetzt hin und bin mal gespannt, was er zu dem Auto sagt. Er hat sich vor ein paar Tagen angeguckt. Ja, und heute tauschen wir die Vakuumpumpe aus. So, jetzt muss ich noch warten, weil er hat irgendwie ein anderes Fahrzeug gerade noch drin, das er nicht rausfahren kann und dann sind wir dran. Aber gut, dass das zu Hause ja dabei ist. Ich habe mir meinen Ordner mit meinen ganzen Dokumenten mitgenommen, die eingesortiert werden müssen und dann setze ich mich mal jetzt nach hinten hin, habe jetzt gerade nichts Besseres zu tun und mache das mal. Was ist die Vakuumpumpe? Die. Das hier, okay. Arif hat hier eine gerade am Start und sagt, wenn die reinpasst und das funktioniert, dann können wir heute Nachmittag schon wieder losfahren. Daumen drücken, alle Daumen drücken. So, es läuft wie am Schnürchen. Die Bremsen sind butterweich. Der Turbo funktioniert wieder. Turbo! Habe ich gleich gemerkt, das Auto gibt viel mehr Gas als vorher. Beschleunigt viel besser als vorher, meine ich. Und es ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Also richtig gute Arbeit. Er hat mir eine
ja, Vakuumpumpe aus einem anderen Motor, den er da hatte, eingebaut, die passte. Und ansonsten hat er auch so gesagt, der Motor ist tipptopp, es funktioniert alles sehr gut. Und ich habe jetzt für den Austausch, also für die neue gebrauchte Vakuumpumpe sozusagen und für die Arbeitsstunden 350 Euro bezahlt. Und ja, also ich muss schon sagen, jetzt so vom Gefühl her ist er schon um einiges besser. All die anderen kleinen Makel, die wir jetzt die letzten Tage hatten, hingen wohl alle mit der Vakuumpumpe zusammen. Zum Beispiel, dass ja, man das Licht nicht mehr verstellen konnte. Funktioniert alles wieder und jetzt bin ich sehr happy. Das bedeutet nämlich, wir können zusammenpacken und uns ready für Italien in der nächsten Woche machen. Aber jetzt fahre ich erstmal zurück zu Melli. Oh, jetzt muss ich bremsen. Funktioniert perfekt. Vorher musste ich immer so ein bisschen auf Sicht fahren, weil die Bremse halt, die Kraft war zwar da, aber ich musste vorsichtig bremsen, weil sie sehr hart war. Deswegen hat es natürlich auch ein bisschen anders gebremst. Und jetzt fahre ich noch mal kurz das Auto putzen. Und dann geht's zu Melli nach Hause. Ja, wir können es kaum glauben, dass alles echt jetzt so gut geklappt hat und dass wir unser Auto hier haben. Du musst ja, komm rein. Bleib mal hier. Bleib mal hier, Schatz. Ja, super. Ja, und jetzt werden wir haben uns jetzt schon frisch gemacht und jetzt werden wir mal gucken, dass wir das Auto noch mal richtig schön bepacken. Die Eiswürfelmaschine wird wieder eingepackt. Und, die brauchen wir für den Sommer. Ja, da wird es nämlich richtig heiß. Und dann sehen wir uns, wenn alles nach Plan läuft, nächste Woche aus Italien. Also, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüssi. Ciao. Okay. Let's go. Los geht's. Let's go. Ich glaube, ich hab alles zu. Ja, wo hast denn du das?